Aber in eine Richtung, Peter, glaub mir. Ja, sag doch noch mal ein paar Worte zu Mai 84. Ja, das kann ich sagen. Ich war Leiter damals, also nicht nur Hauptstrahlenschutzbeauftragter für die gesamte ehemalige DDR, und als KGB-Offizier, also verantwortlich für Massenvernichtungswaffen. Das heißt, die biologischen Waffen wurden herausgenommen, weil das gibt eine Kettenreaktion, kann man nicht mehr steuern. Aber es blieben ja noch die chemischen Waffen und die nuklearen Waffen. Und da hatte ich, war ich auch Leiter der rechnergestützten Truppe ARIC, die Kernwaffenschläge ausrechnet, also wie viele Tote und auch chemische Schläge, alles macht auch kein Problem. So sieht das aus, so war das geplant hier. Aber das hat ja nicht stattgefunden. Gott sei Dank, und dann kam Entwarnung, aber wir wussten nicht, weshalb. Ja. Und das habe ich erst nach der Wende erfahren. Ja. Erzähl mal. Ja, nach der Wende. Das ist ja, was wird da gesagt, was da passiert ist in Sverdlovsk? Es wurde pulverisiert von einer unbekannten Macht. Die haben also das verhindert, dass die Sowjets die Atomraketen schaffen. Selbstverständlich, die mit die Erde gerettet werden. So ist es. Da greifen sie ein. Und das kann nur die dritte Macht gewesen sein. Ich glaube, dass das keine außerirdische Situation gewesen ist. Ne? Übrigens, Alien heißt nicht außerirdischer, heißt Fremder. Ne? Fremder. Extraterrestrial Intelligence, das ist außerirdisch. Nur mal nebenbei bemerkt. So ist das gelaufen. Aber es gibt noch viel gefährlichere und effizientere Waffen. Ne? Das sind Skalare-Haubitzen. Da hast du gar keine Chance mehr. Da hast du nur noch die Platin-Arschkarte. Kannst dich hinter 6 Meter dicken Bleiwänden verkriechen. Die dringen durch, stehende Welle, hallo. Mit Munitionsdepots detonieren. Panzer explodieren, alles. Keine Chance. Null Chance. Dagegen ist Mikrowelle noch harmlos, obwohl auch schon gefährlich genug. Und du weißt auch, die existieren. Gibt es gar keine Chance. Das ist eine stehende Welle, die knallt quer durch Kontinente und Ozeane und kann auf der anderen Seite mehrere hundert und tausende Ziele vernichten. Die werden aufgeheizt wie in einem Mikrowellenofen. Ist aus. Und mit Skalarwelle wurde auch die Columbia runtergeholt. Nebenbei bemerkt, die du ja auch erwähnt hast. Ja. Ein herrlicher Blattschuss elektromagnetisch. Herrlich. Ich liebe solche Waffensysteme.